Kim Gloss 30 und ihre Familie hat es erwischt. Das Leben der Influencerin wurde im Sommer dieses Jahres komplett auf den Kopf gestellt. Sie und ihr Ehemann Alexander Beliakin bekamen ihr erstes gemeinsames Kind, beide bringen noch Kids aus früheren Beziehungen mit. Seitdem teilt die einstige DSDS-Kandidatin fleißig Updates aus dem Alltag ihrer Patchwork-Familie. Nun meldete sie sich mit unerfreulichen Neuigkeiten: Kim, Alex und Baby Golda sind krank. Uns hat es richtig erwischt. Koronski am Start, erzählte die zweifache Mutter in ihrer Instagram-Story und zeigte sich tapfer, wir kämpfen uns hier durch. Erst sei Kims älteste Tochter Amelia krank gewesen, dann habe sich die restliche Familie nach und nach angesteckt. Seit Sonntag fühle ich mich schlecht und seit vorgestern auch mein Mann, dem geht es auch richtig schlecht, meinte sie. Am meisten beschäftige Kim aber aktuell der Gesundheitszustand ihrer kleinen Tochter Golda. Sie hustet und die Nächte sind geht so, weil ich mir natürlich die ganze Zeit Sorgen mache, gab die 30-Jährige dann abschließend preis.